Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Das da bin ich. Das ist ein Foto von der Invest. Die war ja vor kurzem in Stuttgart. Und das hier ist mein Partner, der Matthias Hotz. Und das da ist der Michael, eines der vielen Mitglieder im Aktienfinder. Und wir tragen beide hier Aktienfinder-Textilien. Und ich habe auch diesen Pullover habe ich übrigens sogar noch an hier. Der ist noch gut, muss noch nicht gewaschen werden. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken für die ganzen Mitglieder, die erschienen sind. Und es war wirklich klasse, die ganzen Leute auch mal persönlich kennenzulernen und sich da auszutauschen. Und auch die Finanzblogger kennenzulernen, war eine tolle Sache. Ihr waren allerdings auch Klinkenputzen, sage ich mal, bei einigen Ausstellern. Da ging es darum, mögliche Kooperationen auszuloten mit dem Aktienfinder. Und da ist auch was sehr Interessantes passiert. Und zwar musste man ja ernst genommen werden zunächst mal. Und da hat man sich ein paar Argumente ausgedacht, warum der Aktienfinder gut ist. Und eines dieser Argumente war, dass der Aktienfinder die Kennzahlen selbst berechnet und quasi nur die Rohdaten zieht und dann seine eigenen Algorithmen darauf verwendet, um beispielsweise das KGV auszurechnen. Und dann war die Frage, ja, warum machen Sie das denn überhaupt? Diese Kennzahlen gibt es doch überall. Die kann man doch, braucht man doch nicht ausrechnen. Und das war quasi der erste, bei dem wir gewesen sind. Und dann habe ich ihm mal erklärt, warum viele Kennzahlen ja verbesserungswürdig sind in der Finanzindustrie. Und das hat ihn verblüfft. Und das hat nicht nur ihn verblüfft, das hat auch alle anderen Aussteller verblüfft, mit denen ich gesprochen habe. Die Dinge, die ich erzählt habe, hat im Prinzip niemand gewusst. Und danach ist man auch ernst genommen worden. Und es hat aber auch wirklich praktische Relevanz. Also wenn man versucht, Aktien fundamental zu bewerten, dann und einem ist es nicht bewusst, dann kann man möglicherweise Fehlentscheidungen treffen. Und deshalb erzähle ich das Ganze auch. Und der Titel, wie du jeden Börsenprofi verblüffst in unter 2 Minuten. Das hat also wirklich geklappt. Und zwar 6-mal in Folge. Und zwar geht es ums KGV in dem konkreten Beispiel. Es hat aber mit allen Kennzahlen, beziehungsweise sind alle Kennzahlen betroffen, die irgendwie den Preis verarbeiten. Und zwar erzähle ich es jetzt erstmal ganz kurz, worum es geht. Und dann gehen wir mal ein bisschen ins Detail und dann zeige ich es auch grafisch. Das KGV, das wird ja berechnet, indem der Kurs geteilt wird durch den Gewinn. Und das hat jetzt eigentlich, ja. Das kann man eigentlich schon, nachdem man aus der zweiten Klasse kommt, was soll da schief laufen? Ja, die Division ist nicht das Problem. Das Problem ist, woher der Kurs kommt. Der Kurs ist ein Jahresendkurs. Der ist immer ein Jahresendkurs. Mir ist noch nichts anderes über den Weg gelaufen. Auf jeden Fall nicht auf den normalen Finanzseiten, die man so besucht. Und das Problem ist, es gibt zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass der Jahresendkurs nicht repräsentativ ist für das Jahr. Wir hatten jetzt letztes Jahr den schlechtesten Dezember gehabt seit der großen Depression. Das heißt, die Börsenkurse lagen im Keller. Wenn man nur diesen einen Kurs nimmt und daraus das KGV berechnet, dann sieht es jetzt aus, als ob das Jahr 2018 ein extrem günstiges Kalenderjahr gewesen ist. Das heißt, alle Aktien waren im Jahr 2018 günstig zu haben. Sehr billig. Was natürlich stimmt. Der Dezember war billig. Vor allem Ende des Dezembers war billig. Aber nicht das ganze Jahr 2018. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, insofern, als dass diese ganzen historischen KGVs, um die es jetzt hier geht, also ja, im Prinzip falsch sind. Also wenn ich das so berechnen würde, wenn ich so einen Algorithmus geschrieben hätte und ich hätte dann das Ergebnis, dann würde ich ihn wegwerfen und würde es nochmal neu machen. Ganz einfach. Und im Aktienfinder ist es auch anders realisiert, beziehungsweise implementiert, da kommen wir auch gleich drauf. Das ist aber nur ein Problem in der KGV-Berechnung. Das andere Problem ist, dass es Unternehmen gibt, die haben Geschäftsjahr nicht zum Kalenderjahr. Da Microsoft beispielsweise hat Geschäftsjahresende zum 30.06. Und dann nehmen diese ganzen Finanzseiten und auch die Datenprovider, die nehmen dann trotzdem den Kurs, den einen Kurs zum 31.12. Das heißt, im Fall von Microsoft liegen zwischen Geschäftsjahresende und dem einzelnen Kurs 6 Monate. Man teilt also den Kurs durch den Gewinn von dem Geschäftsjahr, der 6 Monate vorher schon das 6 Monate schon vorher zu Ende war. Das passt also zeitlich überhaupt nicht zusammen. Und
Ich zeige jetzt mal, wie das dann hier konkret aussieht. Und hier ist ein Berechnungsbeispiel. Und zwar haben wir jetzt Apple, also nicht Microsoft, und Apple hat zum Ende September Geschäftsjahresende, da haben wir also einen zeitlichen Versatz zwischen dem Kurs, dem einen Kurs, und dem Geschäftsjahresende von 3 Monaten, bei Microsoft waren es 6 Monate. Und was ja jetzt eben passiert ist, wir nehmen den Aktienkurs zum 31.12. beziehungsweise zum Ende des Kalenderjahres, falls am 31.12. keine Kurse gebildet worden sind. In dem Fall waren es 158 US-Dollar ungefähr, weil die Börsen ja dann gefallen sind. Und dann teilen wir eben, also berechnen wir jetzt KGV 158 US-Dollar geteilt durch den Gewinn. Das ist also dieses Geschäftsjahres, was wie gesagt in diesem Fall dann eben 3 Monate außerhalb des Kurses liegt, den man nimmt, kommt dann auf 13,23. Das ist quasi die Standardmethode der KGV-Berechnung. Die aus meiner Sicht deutlich bessere Methode ist die hier. Man hat ebenfalls Apple und man geht jetzt aber nicht hin und nimmt den einen einzigen Kurs zum Ende des Kalenderjahres, also hier irgendwo, sondern man berücksichtigt jeden einzelnen Kurs während des Kalenderjahres. Das sind ungefähr 250 Tagesendkurse. Und kommt dann in diesem Fall auf 182 US-Dollar. Und diese 182 US-Dollar sind aus meiner Sicht deutlich repräsentativer für das Jahr, für dieses Geschäftsjahr, als der eine Kurs, der da unten liegt. Und wenn man das KGV auf dieser Basis berechnet, dann kommt man auf ein KGV von 15,3 im Vergleich zu 13,2. Das ist also deutlich unterschiedlich. Und jetzt gucken wir uns mal hier an. Das ist der Aktienfinder. Kann ich vielleicht auch nochmal hier drauf gehen. Hier 15,3, man kann es vielleicht nicht lesen, weil also dass ich jetzt hier nicht lüge. Und hier sehen wir dann Morningstar und hier sehen wir dann hier Preis-Earnings, also KGV. Und wir haben hier 2018 13,24. Wir haben gerade 13,23 gehabt, das ist ja wahrscheinlich irgendwo ein Rundungsfehler hier. Es ist also wirklich, ich fantasiere das nicht, sondern es ist wirklich, wie die Finanzindustrie diese KGVs berechnet. Und ich habe dann auch mal geguckt, hier haben wir beispielsweise Unvista, die sagen auch wirklich, aber ganz explizit, dass es sich aufs Geschäftsjahr 2017, 2018 beziehen soll, dieses KGV. Ist aber im Prinzip das gleiche wie Morningstar, hier ist aber 13,14. Ich habe gesehen, dass es hier, das sehen wir gleich, fast identisch ist mit Morningstar, es gibt immer eine kleine Differenz. Entweder Wechselkursschwankungen und oder andere Börsenplätze wahrscheinlich. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, was das wirklich für praktische Auswirkungen hat, dann sehen wir das hier. Hier stehen wir einfach mal die KGVs, diese historischen KGVs, um die geht es ja, gegenüber. Wir haben hier also Morningstar mit den 13,2. Dann haben wir hier Unvista mit 13,1 fürs letzte Geschäftsjahr 2017-18. Und dann haben wir hier den Aktienfinder 15,3. Und wenn wir hier einfach mal hier die Ergebnisse vergleichen, dann könnte man meinen, das ist im Prinzip ein komplett anderes Unternehmen. Und viele gehen ja hin, Aktionäre, und versuchen über das KGV rauszukriegen, ob die Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet ist oder nicht. Und das ist auch aus meiner Sicht eine wirklich oder die sinnvollste Anwendung, Verwendung des KGVs überhaupt. Und interessant ist ja jetzt, dass weil wir den schlechten Dezember gehabt haben und zum Ende Dezember die Börsenkurse im Keller waren, dass wir hier dann eben fürs letzte KGV, das letzte historische KGV 2017, 2018, diese Zahlen haben, also niedrige KGVs haben, 13, und im Vorjahr ist der Dezember gut gelaufen, das heißt, da waren die Kurse weit oben, da haben wir ein KGV von 18, und das sieht jetzt so aus, als ob Apple billiger geworden wäre, und zwar deutlich über 5 KGV-Punkte billiger geworden. Das heißt, Apple ist jetzt sozusagen, ja, war da ein Schnäppchen. Und wenn wir uns jetzt den Aktienfinder angucken, wo wirklich repräsentativ die einzelnen Kurse genommen werden, das wirklich aus dem Geschäftsjahr, da sieht man, dass es überhaupt nicht stimmt, dass Apple teurer geworden ist im Durchschnitt. Dass Apple, das ist eine komplett andere Aussage als hier oben, dass Apple im Jahr 2018 KGV, Schnäppchen-KGV hatte, beziehungsweise ein Schnäppchen war. Und auch hier haben wir eine komplett konträre Entwicklung. Wir sehen, dass hier Apple etwas günstiger geworden ist, dann KGV 2015-16 und hier ist es deutlich teurer geworden, 2015-2016. Hier ist es die gleiche Entwicklung, aber weil wir hier halt sehr, weil wir hier halt nur mit einem Kurs rechnen, haben wir hier halt extreme Schwankungen, sage ich mal, bei diesen
ja, Standard-KGVs. Während hier haben wir ja eben alle Einzelkurse berücksichtigt und das heißt, hier ist es ein bisschen in der Regelfall wie jedenfalls glatter, das Ganze. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn man auf Grundlage von solchen KGVs dann zu falschen Schlüssen kommt. Und das, was es noch etwas schlimmer macht, die ganze Geschichte, das ist, dass ja nicht nur das KGV davon betroffen ist, sondern es betrifft alle Kennzahlen, wo der Kurs irgendwie verarbeitet wird. Also hier KGV, Preis-Earnings-Growth, also da wird ja auch der Preis, beziehungsweise der Kurs verarbeitet, ist natürlich dann in diesem Sinne, ich sage es mal einfach so, wie ich es meine, ebenfalls falsch. Und wenn wir nur mal auf Morningstar gehen, da sieht man dann auch Price to Cashflow, ist auch Banane. Price to Book ist auch falsch. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich wird auch davon betroffen sein, schätze ich mal. Price Earnings Growth hatten wir jetzt auch schon bei OnVista, auch falsch. Die hier sind jetzt nicht betroffen. Also jedenfalls, es hat alles massive Auswirkungen auf diese ganzen Geschichten hier. Das Einzige, was nicht davon betroffen ist, das ist das hier, dieses Current, also das aktuelle KGV. Das ist insofern korrekt, als dass da halt der aktuelle Kurs genommen wird. Und da kann man, das ist also in Ordnung. Wobei das Lustige natürlich ist, da kommen wir in eine andere Geschichte rein. Ich erzähle es noch kurz. Der Aktienfinder hat ja im Screeder-Bereich kein KGV, weil aus meiner Sicht das KGV in dieser Verwendung wenig Sinn macht. Nach dem Motto, ja, das KGV von der Aktie ist günstig, dann heißt es ja nicht, dass die Aktie jetzt ein erfolgreiches, erfolgversprechendes Investment ist. Das heißt ja erstmal nur, dass der Markt die Aktie günstig bewertet. Wahrscheinlich, weil das langfristige Gewinnwachstum, weil darum geht es ja letztendlich immer, niedrig ist. Und das ist dann eher, sind dann eher die Problemaktien. Also wenn, dann wäre das eher prinzipiell als Kontraindikator zu werten. Und das als Beispiel habe ich eben nicht so ausführlich wie jetzt, aber innerhalb von weniger als 2 Minuten dann den Leuten auf der Invest erzählt. Und das waren, wie gesagt, alles erfahrene Leute. Und bewusst gewesen ist das keinem. Und es ist halt wirklich nur ein Beispiel von mehreren, wo, sage ich jetzt mal, ich Optimierungs- oder Verbesserungspotenzial hier in der, ja, Finanzindustrie, auf den Finanzwebseiten und so weiter einfach sehe. Andere Dinge sind dann beispielsweise, dass einige Kennzahlen komplett fehlen. Also ich sage dann jetzt nur die Gewinnstabilität berechnet beispielsweise, soweit ich weiß, keiner, ja. Oder Fokus auf falsche Kennzahlen, beziehungsweise auf Kennzahlen, die auch falsch verwendet werden. Das KGV im Screener-Bereich habe ich ja gerade angesprochen. Das geht auch einher mit prinzipiell meines Erachtens einem falschen Fokus, der beispielsweise Konzepte in den Vordergrund stellt, die so aus meiner Sicht erstmal ebenfalls verbesserungswürdig sind. Ich sage erstmal nur Dividendenaristokraten, geht aber auch in technische Einzelbereiche rein, wie unvollständige Zeitreihen. Also die Zeitreihe, die es im Aktienfinder gibt, die habe ich noch nirgends gesehen in ihrer Vollständigkeit. Bis hin zu unzusammenhängenden Charts und also da gibt's wirklich sehr, sehr viel, was man noch verbessern kann. Und wenn das nicht wäre, dann gäbe es ja auch den Aktienfinder nicht. Jedenfalls habe ich jetzt etwas erzählt und mit diesem Wissen, wie das KGV berechnet wird und mit den Defiziten, können Sie jetzt selbst zu jedem Börsenprofi gehen und ihm das erklären. Und danach passiert Ihnen wahrscheinlich genau das Gleiche, wie das, was mir passiert ist. Der guckt Sie dann an und nimmt Sie dann ernst und stellt dann Fragen wie, was haben Sie studiert und was weiß ich noch alles. So. Das Video hat jetzt schon ein bisschen Überlänge. Dann bedanke ich mich, dass Sie bis dahin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.